Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Cool and Hot von Diamond. Eine Fontäne, die es schon etwas länger gibt und jetzt habe ich die auch zum ersten Mal. Wiegt ordentlich was, muss man schon mal sagen. Und das bei einer NEM von 100 und... wo stand's? 40 Gramm. Das ist ganz schön ordentlich. Noch P2, logischerweise, weil Diamond, ja, ist ja alles noch alte Zulassung, blipapo. Habe ich im Fräsmann gekauft für, keine Ahnung, 3-4 Euro. Und zu dem Effekt weiß ich jetzt gar nicht mehr, was die so kann. Die ist auf jeden Fall schwer. Und ich lasse mich mal überraschen. Wir gehen jetzt mal raus und testen die coole und heiße Fontäne von Diamond. Cool and hot. Cool and hot. So wie meine Freundin. Dazu sage ich mal nix. Dazu sagst du nix? Okay. Naja, gut. Zündschnur. Ich weiß ja immer noch nicht, was die macht, Leute, ne? Egal. Wir testen sie jetzt, deswegen. Let's go. Geil! Ja, also wenn der Preis stimmt und das Crackling ist übel laut und dazu noch richtig schöne blaue Sterne. Ein schönes Teil, also die blauen Sterne. Wow. Das kann man sich schon mal kaufen, ne?